Hallo liebes Publikum, willkommen zurück bei Dead by Daylight mit Goldi und Gott schweben und die Uschi haben wir rausgehauen, wie gesagt. Ja, es war einfach nicht okay, ne? Das darf man nicht machen. Ja, das war einfach jetzt am Ende, das ging einfach so nicht weiter, das war. Ja, die hat dann nach der Aufnahme noch weitergemacht die ganze Zeit und. Genau, es war so lange Zeit und dann musste einfach, es ging nicht anders. Ja, wir sind noch nicht mal zusammen, ne? Also, das war einfach zu viel für meine arme Seele. Ich verstehe das auch nicht, wie sie sich plötzlich so verändern konnte. Alter! Ich bin jetzt mit meiner Colaflasche zusammen. Die versteht meine Gefühle. Und wir sind jetzt bereits bei der Second Base. Heißt das Flaschenboden oder Flaschendeckel? Ich bin in einer Tri-Beziehung mit dem Label, mit der Flasche und mit dem Deckel. Ah, nee, ich dachte eigentlich Second Base, ob das jetzt Deckel oder Boden ist. Achso, bedeutet. Das war's. Nee, ich hab meinen Penis oben reingesteckt. Achso, okay. Ah. Stark. Bei so einer Standard-PET-Flasche mit so einer Mini-Öffnung. Ja, ich hab ja nie behauptet, dass ich einen großen Penis habe, oder? Das habe ich auch nie behauptet. Das hat nie jemand irgendwer gesagt. Ja, ähnlich, ne? Ich würd doch nie behaupten, dass ich einen großen Penis habe. Und außerdem ist nicht so groß, es sind nur 23 Zentimeter. Wirklich? Hä? Durchmesser. Durchbit ist es noch gar nicht. Und wir fangen schon diese Themen an. Ist doch egal, die Folgen kommen doch nicht jetzt direkt raus. Wir können ja noch entscheiden, ob wir einen nicht nehmen wollen oder nicht, ne? Also Scourge, falls du Bedenken hast, dass du vielleicht zu nicht penislig rüberkommst, können wir das natürlich auch übertonen. Ja, wir sind professionell, wir schaffen das. Dass er zu nicht penislig, sollen wir jetzt, hä? Naja, wenn Scourge jetzt Angst hat, dass wir seinem Penis nicht genug Ehre einräumen, weil wir nicht sagen, dass sein Penis auch 23 cm groß ist, ne? Falls er Angst davor hat, dann können wir das natürlich übertonen und einfach einfügen, Scourge hat einen 23 cm großen Penis. Also ich würde das gerne für dich machen, Scourge, ist kein Problem. What the fuck, einfach nur. Ah, okay, aber kurz der erste Teil. Erstens, die Nahezeiten sind lange. Und Nein. Zweitens, ich bin noch immer mit Leisha zusammen. Nein, wir haben sie nicht rausgeworfen. Sie ist nur weg. Ja, für genau. Eine etwas längere Zeit. 12 und Meter Scotch hat Fußball. Keinen 23 cm Penis. Genau, so, das sind 22. Einhalb. Kein Kommentar. Nee. Dein Penis ist noch größer? Du hast uns angelogen. Ich wette, sein Kopf ist gerade so rot wie eine Feuertomate. Weil wir rausgefunden haben, wie groß dein Penis ist, ohne es zu wissen. Mein Kopf ist gerade ein Fragezeichen. Was ist ein Penis? Ich mag Penis. Penis ist lustig. Okay, wir sollten langsam Geist. Mit dem Thema aufhören, ja? Geist? Im Keller ist keine Kiste. Okay. Ach, doch da. Ich hab den Geist gesehen. Ich hab den Keller gefunden. Also ich bin mit Mac zusammen und wir befummeln gerade einen Generator und an, als hätte der Geist euch gefunden. Nö. Mich nicht. Nö, alles gut. Aber hier Fummelfritze hat er gefunden. Oh shit. Also der hat nicht krieg sagen, wo ich bin. Ich bin unsichtbar. Ich hab grad Herzklopfen gehabt. Okay, ich muss hier aus dem Keller irgendwie rauskommen. Hat ohne man genug Zeit, jemanden vom Haken runterzuholen, wenn der Geist sich sichtbar macht? Ganz, ganz knapp. Du musst wirklich anfangen, bevor er... Du musst anfangen, bevor er anfängt, sich zu enttarnen, dann geht es uns nicht. Ja. Problem mit dem Geist ist natürlich, der kann halt direkt hinter einem stehen und man merkt das halt nicht. Also selten merkt man das. Es ist halt nicht einfach, das ist das Problem, was man damit oben möchte. Ich hab auf jeden Fall wieder einen Erste-Hilfe-Kasten hier. Nice. Immerhin etwas. Von wegen! Ich hab geklickt, als es noch drin war. Ich sollte vielleicht abhauen. Kennst du das Problem mit dem starken Herzklopfen, wo man einfach ganz plötzlich die Position wechseln möchte? Okay, ich sollte weg. Ja, ich kenne das Problem. Oh, guck mal, ein ganz leerer Generator. Dann setze ich mich da mal ran. Oh shit. Ah. Fuck. Okay. Oh fuck. Das wäre auch meine Idee, kurz bevor ein Generator fertig ist, aufhören und warten, bis die anderen auch soweit sind. Denn das machen überraschend viele. Ja, das ist eine gängige Taktik. Oh shit, son. Ihr kommt in unsere Richtung. Keine Ahnung, in welche Richtung ich laufe. Ich muss irgendwo hinlaufen, das ist mal das Wichtigste. Denn ich bin verwundet. Du bist gerade...
Wenn du in der Nähe von dem Haus mit dem Keller bist, dann könnte ich dich was? Heilen. Was? Der hat zweimal geschlagen. Ich ja, bin im das Haus davon? Mit dem... Ich glaube nicht. Na. Aber es gibt einen, der die abklingt, sehr drastisch, wenn die... das Haus mit dem Keller ist nämlich das hier, das ist das andere Haus. Ich bin im falschen Haus. So, wo ist denn das Kellerhaus? Da drüben müsste das Kellerhaus da, sein. Wo gleich der Generator fertig geht. Okay. Und zwar genau jetzt. Oh. Ah, oh, shit. Okay. Er ist in der Nähe, er ist in der Nähe. Okay. Ach! Shit. Naja, immerhin gibt's keine Bären fallen, ne? So, jetzt kannst du. Ich bin gleich da, ich habe mir am Weg noch eine Kiste gefunden, dann werde ich im Medkit abholen. Ich bin gerade bei dem Generator, der fertig geworden ist. Ist da ist noch einer fertig geworden? Leute, noch ein Generator fehlt. Los, das packen wir. Ich war gerade bei dem Generator, der gerade fertig geworden ist. Der zweite, also der davor. Der jetzt, sondern der davor. War da einer von euch? Ja, ich war da in der Nähe. Da bin ich gerade ins Haus gegangen und habe oben jetzt einen Generator angefangen. Oh ne, fuck! Du bist oh, im Haus. Ja. Du müsstest mich mal heilen. Ich bin oben im Haus. Immer, der Penner findet mich immer. Moment. Ja, ich wollte nur die Fähigkeiten-Check jetzt nicht verkacken. Ja. Ich muss gleich Goldie helfen, aber zuerst muss ich die Kiste haben. Scheiße, und da hänge ich auch. Alles klar. Wir machen zuerst den Generator fertig. Wo hängt denn Goldie? Da hängt Goldie. Oder wir machen zuerst den Generator fertig. Goldie, was hast du? Ich sehe ihn nicht campen. Doch, er ist in der Nähe, aber er rennt rum. Also, wenn du da einen Werkzeugkasten hast, sollten wir das eigentlich schaffen. Hab ich. Sogar okay. Einen lilanen. Nice, dann sollten wir den Generator eigentlich ziemlich schnell fertig kriegen, denke ich. Er hat sich unsichtbar gemacht. Okay. Er ist aber... Ne, der bleibt hier. Boah, wo ist so eigentlich der andere? Wo ist eigentlich unser Mitspieler? Er ist direkt bei mir, aber er kann mich nicht runterholen alleine. Okay. Oh, warte, ich glaube, er versucht's. Ja, versucht's irgendwie runter. Den kriegen wir noch in den Generator. Wenn's denn nicht laggen würde, meine ich natürlich, könnte ich das machen. Und... durch. Und da und da. Doof. Was mache ich jetzt? Ich brauch Türen, auf jeden Fall. Ach ja, der mach du. Ich hab die aber nicht gesehen. Gut, ich weiß jetzt nicht, wo du bist. Ich bin bei dir. Ja. Da wo ich gerade hingucke, da war ungefähr eins. Da hinten? Aber der Geist ist hier, das ist das Problem. Ja, der Geist ist direkt hier, der ist direkt hinter mir. Seid ihr im Haus, wo der Keller ist? Nein. Wir waren, sind da in der Nähe, ja. Könnt ihr da hinkommen vielleicht, wenn sich's ausgeht? Nein, shit, der kommt Geist auch nicht her. Der ist gerade auf dem Weg dorthin. Hab's gerade mitbekommen. Bist du bei mir in der Nähe? Ja. Oh Gott, der ist bei mir. Ja. Ich komm hier nicht weg. Der hat mich gerade voll geblockt. So eine Scheiße. Aber Ablenkungsmanöver. Versuche ich mal einen Ausgang zu finden, wenn ich Glück hab. Kann ich die Tür fertig machen? Der hat gerade Bretter kaputt gemacht. Jop. Oh Gott, nee. Das wird überhaupt nicht. Alter! Der verfolgt mich gerade. Okay. Links den ab, dann mach ich die Als Tür. Ob! Ich hab gerade die Bretter runtergemacht. Versuch mal die Tür schnell aufzumachen. Ich lenk ihn ab. Generator ist an. Generator haben wir schon alle voll. Welche ja, ich Tür hab ihn angemacht, um ihn abzulenken. Die, wo wir gerade waren. Okay, dann komme ich dahin gerannt. Oh Gott, er kommt her. Ich muss raus, tut mir leid. Ich mach die andere Tür auf. Ja, der hat mich hier gerade richtig verfolgt. Der hat mich quasi in die Tür reingejagt. Wie hat er mich gesehen? Oh mein Gott. Oh Gott, Scourge, es tut mir so leid, aber er campt. Es ist ein zu großer Camp und wir sind beide verwundet. Ja, und tut mir leid, dass ich einfach abgehauen bin. Na, du wurdest reingejagt, du konntest nichts anderes machen. Hm. Lass mich los! Lass mich los! Lass mich los! Scheiße. Er kommt zu euch. Ja, weil bei euch ein Haken ist. Genau, direkt bei euch der Haken. Es tut mir leid, nee, aber ich musste abhauen. Oh, Mac, ich hab grad HD-Nebel. Er rennt grad weg. Er macht grad Bretter kaputt. Jetzt hab ich die Scheiße. Jetzt rennt er weg. Abgeschlossen hier. Der Herr Goldie ist schon raus. Sorry. Ja, aber der andere hilft mir. Oh yeah, hier kommen Punkte an. Oh yeah, 30.000 Punkte. Hast du gerade bekommen? Also ich habe 11.000, aber noch 18.000 irgendwas dazu für die Challenge. Da war direkt die Tür, ne? Oh. Nein.
komm! Ja! 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 Jawohl! Überlebt! Und ich habe sogar einen lilanen Koffer mitgenommen! Sehr gut! Sehr nice! Yeah! Wow! Alter! Warte, also wir sind gerade alle rausgekommen, ne? Ja, das war unsere beste Runde bisher. Was heißt die beste Runde bisher? Beste Runde ever! Kotletten näher. Easy! Goldie, Kotlettennäher hatte mehr Eier als du. Ja, tut mir leid. Kotlettennäher war der Geist, ne? Ach so. Zimmermann. Zen4EG hatte mehr Eier als du. Ja. Fußboden, Zimmermann, Ärger in Berlin. Oder so. Dann gehe ich mal auch bei Upgrades rein hier. Ich hab mal überlebt. Und ich hab jetzt, endlich mal die. Ah ne, ich hätte mit Jake überleben müssen. Aber ich hab die. Hab ich die Tür aufgemacht? Nee. Doch? Doch, hast du. Und nee, oder? Dann, doch, hast du gemacht. Ja, dann habe ich schon mal die Hälfte von meinem Daily-Shit gemacht. Oh, wie cool. Ich habe ein Offering, das Blutpunkte für alle Survivor erhöht. Nett. Das ist auf jeden Fall sehr nett, ja. Ja, das hört sich richtig cool an. Machen wir doch gleich mal, ne? Cremekreidebeutel. Erhöht leicht das Glück. Ach so. So, aber jetzt habe ich einen Perk, den ich auf jeden Fall haben will, nämlich das mit der Bindung, dass ich innerhalb von 12 Alter. Metern eure Augen sehen kann. Alex Werkzeugkiste. Wer auch immer Alex ist. Die meisten der Werkzeuge sind gekennzeichnet mit Besitz von Alex. Und sowas ist gerade interessant. Gehört das zu einer Story? Ja, es gibt sogar eine ziemlich komplizierte Story für das ganze Zeug, aber sie ist online geschrieben. Ich habe nicht mal durchgelesen, das ist wirklich ziemlich interessant. Okay. Jeder Killer hat auch eine komplette ausgeschriebene Backstory. Der Geist cool. zum Beispiel hat auf dem Autoschrottplatz gearbeitet, darum gibt's den. Und sein Boss hat ihn, ohne dass er es weiß, Leichen zusammenpressen lassen in Autos. Und daraufhin ist er ausgetickt, dass er das rausgefunden hat und hat seinen Boss umgebracht. Dadurch, dass er ihn umgebracht hat, hat die Entität das bemerkt, weil eben Blutdurst durch Blutdurst erledigt wurde. Und hat ihn deshalb hier eingesperrt. Und hier ist er jetzt ewig auf dem Autohof gefangen, um zu jagen. Wow. Der Trapper ist, glaube ich, der Sohn von Macmillan. Er ist eigentlich, das was er aufhat, ist keine Maske, er ist einfach so deformiert aufgewachsen. Und darum durfte ihn nie jemand sehen. Wer ist Macmillan? Es gibt doch das Macmillan-Anwesen. Ja. Und der Trapper hat sein Akt des Blutdurstes war es, dass sein Vater ihm gesagt hat, er soll eine Mine einstürzen lassen, in der ein Riesenhaufen Leute da waren, die das Anwesen kaufen wollten. Und er hat gesagt, er macht da unten die Versammlung. Weil die Mine unter dem Macmillan-Anwesen war, damit sie es schon ansehen können. Und er hat alle umgebracht da unten, wenn er die Mine hat einstürzen lassen. Und darum muss er hier auf dem Macmillan-Estate immer ewig jagen. Warum die Survivor hier sind, das weiß ich nicht genau. Sie haben aber auch alle ausgeschriebene Background-Stories. Jake Park zum Beispiel, also der Asiate, ist so ein naturlebender Typ, der alles selber baut. Darum kann er eben gut mit Reparaturkits und so weiter. Die Schwarze ist eine Botanikerin. Dwight ist IT-Management, das wäre jetzt gedacht, ne? Darum hat er halt eben Perks, mit denen er seine Freunde managen kann. Die Blonde ist einfach nur eine Tussi, darum kann sie schnell weglaufen oder so ähnlich. Und die neue Nea, oder wie sie nochmal heißt, die kann einfach schnell weglaufen und so ein Shit, weil sie so ein Straßenkind ist. Den Werkzeugkasten nehme ich jetzt nicht mit, der ist viel zu wertvoll. Ich nehme einfach einen gelben Werkzeugkasten mit. Der war lila. Ich habe einen grünen Erste-Hilfe-Kasten. Ich habe einen milchigen Schlüssel. Ich habe einen Skelettschlüssel. Oh, ist der Very Rare Pack gut? Ja, lila ist das Rareste, ne? Oder? Ja, aber trotzdem, ne? Ja, weißt mit dem Skelettschlüssel, das war schon mies. Na, aber diese Momente, wenn das Leute einfach bekommen, so. Oh, ich habe einen Skelettschlüssel bekommen. Und ich bin einfach im selben Moment, sitz daneben, irgendwie so, weißt du, ich spiele das hier seit ungefähr einem halben Jahr. Und ich habe nicht einen scheiß lila Perk. Nicht ein lila Item. Nein, doch, ich habe jetzt ein lila Item. Ich habe ein Spare Part. Ne? Und ich finde einfach einen in der fucking Kiste. Ja, das ist so zum Kotzen. Und ich spiele das halt, ich habe eine Stunde gespielt außerhalb von der Aufnahme, einmal mit Scorch zusammen und das war's, sonst habe ich alles aufgenommen. Also, ja. Alter, fucking geil. Das Glück.
Ja, vielleicht habe ich ja Glück, vielleicht bekomme ich ja auch ein gutes Item. Wobei, ich bin jetzt eigentlich mit der gelben Werkzeugbox drin, also lass mal hier Fixing Things machen, ne? Hab erst überlegt, ob ich auch Kreidebeutel benutze. Das sind einfach mal mit drei Leute, die alle Kreide ins Gesicht geworfen bekommen. Ich erhöhe mein Glück, indem ich dich blende. Puff. Mit dem lila Kasten rausgekommen bin. Ja, Scourge, ne, wir haben schon festgestellt, du bist ein russischer Hacker. Du musst dich nicht rausreden. Das ist, ja, ist okay. Ganz ehrlich, komm, es ist okay. Wir verstehen schon, du möchtest nicht mal das Intro machen. Mein Name ist nicht Steven, ich bin, den so Maske ab, Stanislav. Wladimir Putin Gorbatschow. Stanislav. Scourgey Stuff, wenn schon eigentlich. Da. Jetzt sind wir russischer Grund. Munistav, Munistava. Wladimir, Challenge Time. Invade Europe. Wladimir, Challenge Time. Du nix töten, du versuchen entkommen als Killer, okay? Mütterchen Russland. Killer versuchen vor Überlebenden wegzurennen. In sowjetisches Russland. Ja, genau. Sowjetisches Russland, Überlebender jagt dich. In Sowjet-Russia, Panzer fahren dich. In sowjetisches Magika, Elemente beschwören dich. Ah, sowjetisches Magika ist awesome. Bestes Magika. Ah, ich mag diesen Ladebildschirm nicht. Man sieht einfach nie, wann es fertig ist. Ja, das kommt 3, 2, 1 und go. Auf welcher Engine basiert das? Ich glaube Unity sogar, ne? Ja, ich glaube auch, ja. Unity könnte hinaus. Source auf jeden Fall nicht. Ja, ne, Source ist ein bisschen. Oh, ne, ich bin rausgeflogen. Wie rausgeflogen? Ich bin im Intro-Bildschirm. Also, Main-Menü. Also, ich bin im Spiel. Ich auch. Na, ich nicht. Ist natürlich doof. Sollen wir jetzt einfach spielen? Na, komm, geh raus. Nicht böse gemeint, aber es ist scheiße. Behalte ich denn meinen Erste-Hilfe-Koffer? Das ist eine gute Frage, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich aber, nicht. Ja, aber wäre schon. Also, wir haben aber auf jeden Fall 5 Dingens, die wir machen müssen. 5 Generatoren, obwohl wir zu dritt sind. Das heißt, wir würden den alleine mit 5 Generatoren machen müssen, da lassen. Ja, probiert's einfach mal. Ich weiß genau, was ihr in der Zwischenzeit macht. Hey Leute, die jetzt alle zugucken, was haltet ihr davon, wenn wir auf die Steam-Page gehen und uns neue Spiele anschauen, ne? Wir machen jetzt den Shop wieder mal auf. Oh, Civilization muss ich mir noch kaufen, ne? Oh, ich hab so Bock drauf. Warum spielen wir eigentlich nicht mehr wieder? Einfach so Civilization, ohne fucking Aufnahme. Einfach nur Civilization, weil Civilization geil ist. Gut. Dann war's das mit dir hier, ne? Genau, da würde ich an der Stelle sagen, wär's das mit der Folge von Let's Play Dead by Daylight. In der nächsten Folge dann auch hoffentlich wieder komplett mit Goldie. Und Uschi? An der Stelle sage ich dann, ja, weißt du, wann sie wiederkommt? Keine Ahnung, vielleicht kommt Uschi nachher. Genau. Vielleicht kommt sie einfach mitten in die Runde rein, wer weiß. An der Stelle sage ich jetzt mal Dankeschön fürs Zusehen und tschüss, bis dann. Bye bye.